Hallo, ich bin der 70er Jahre Elvis, dick und richtig unmusikalisch. Warum soll ich schnell sein? Geht's nicht, weil ich hier drauf bin? Ich habe schon Glück. Nee. Hände. Zieh nochmal meinen ab. So. Zieh nochmal deinen ab. Mal Neustart. Ach. So. Kannst du mal dich für eins entscheiden? Ja, Entschuldigung. So. Drei Artikel, die leichter sind als. Einfach. Leichter als 140 Gramm. Ja, aber nur mit der weißen, mit der großen Konsole. Guck mal, leichter als 140 Gramm. Was ist denn leichter als 140 Gramm? Du bist doch Koch. Du kennst das so aus dem Blickwinkel. Was würdest du sagen? Eine halbe, also so eine Erdnuss ist leichter als 140 Gramm. Brauche ich jetzt noch aus. 60. Ist richtig. Apfel auch. Was ist ein Apfel? Maiskolben dürfte knapp dran sein. Oh, wow, wow. Da haben die aber dicke Büllermänner da. Eine halbe Avocado? Eine halbe Avocado ist auch schwerer. Was ist denn das? Eine Tomate? Wird wohl, ja, oder eine richtig dicke Kirsche. Es könnte aber auch irgendwas. Nochmals, kaufe drei Artikel, die schwerer sind als das Gewicht, das auf dem Schild steht. Das Gewicht? Das ist mir aber komplex. Also eine Ananas, was ist denn das hier? Irgendeine Schlange? Also drei Bananen sind nicht leichter als Leute. Schwerer, die suchen Sachen, die schwerer. Ja, ja, das habe ich ja, aber eben stand da 100. Was ist denn das hier überhaupt für eine Paprika? Alter. Okay, ich glaube, ich dachte, das ist Rechnen. Aber es ist gar nicht Rechnen. Nee, eigentlich ist es nur Ablesen. Eigentlich ist es Ablesen, ja. Aber auch das ist nicht schlecht. Das haben wir jetzt schon mal Quellenfelder ablesen. Fang die Quallen mit den Schalen, die in die Lücken der Schalenreihe passen. Quallen mit den Zahlen, die in die Lücke von der Zahlenreihe passen. Ja. Ich hab's geschafft. Wow. Die Orts waren aber auch gut, ne? Mit 98. Das war 3, 98, aber 5. Ist schon mal, jetzt muss man schon mal überlegen, muss man jetzt zugestehen. Ey, ja, eine kurze Überlegung ist eine Pflicht. Was machst du da? Ich will mal gucken, was passiert, wenn ich falsch mache. Haifischstreck. Ach du Schreck. Haifischstreck. Haifischstreck, sagt er. Also, glaube ich. Oder? Haifischstreck. Über Dreck. Über Schreck. Ja, Haifischschreck. Ja, das ist aber auch lustig. Das, Oder so eine Keck. Finde 5 Unterschiede zwischen beiden Bildern. 5. Das ist ja jetzt gut. Das ist ja gut. Beinahe. Hab doch da eine Mitte. Das eine Fenster spiegelt. Ja. SpongeBob ist nicht da. Was fehlt noch? Ja. Weiß ich nicht. Jetzt wird's kniffelig, ja? Kniffelig, ja. Was könnte denn noch fehlen? Das ist bei der Auflösung nicht zu erkennen. Fehlt einiges. Er hier? Komm, wir schaffen es nicht. Jetzt mal ernsthaft. Krieg einfach irgendwo hin, nicht mehr so groß sind die Bilder nicht. Beinahe. Beinahe. Ach ja, tatsächlich hinten, der Weg. Ja, stimmt. Der geht da. Ah, Alter. Das ist aber ganz schön tricky. Das ist aber. Da hätte er aber, also als das Kind. Sherlock Baba ist. Weiß Bescheid. Eins machen wir noch. Sehr schönes Bild. Eine Lampe hat keinen Faden um. Links ist fehlt auch der Faden da. Ja, tatsächlich, ja. Also richtig gut. Also in dem sind wir gut. Beim Rechnen und so hatten wir leichte Schwierigkeiten, aber hier finde ich gut. Okay. Aber auch hier muss ich sagen, es ist jetzt nicht kein Knaller, aber besser als ich gedacht hätte. Und deine Erwartung war nicht so hoch, muss man sagen. Das stimmt. Meine Erwartung war nicht so hoch. Aber gut, ich sag mal, aber dafür der Leitfaden, dass SpongeBob immer in irgendeinem Bild mit mir ist auf jeden Fall. Achso, ja, und er hier. Auch ist einmal drin. Das war das Einfachste. Okay. Ja. Gut, ja, auch verständlich. Willkommen im Wiesmeil Zeichenatelier. Na, guck.
Benutze den Stift, um ein Spiel auszuwählen. Den Stift sollst du benutzen? Achso, ja, schön. Freies Zeichnen. Okay. Machen wir was sollten wir machen? Du malst ein Filmposter und wir müssen erraten, welchen Film es ist. Terminator. Die Matrix. Den hätte er auf jeden Fall gemacht. Ja, ja, das sind die, die macht er immer. Danke, dass ihr mich schon vorher aus dem Konzept bringt. Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Kennt du Matrix und Terminator? Two-Face. Lass ihn kurz sein. Ja, okay, lass ihn kurz sein. Jurassic Park. Alien. Elefantenmensch. Was? Das ist eine Straße? Avengers? Ja! Boah! Ah, okay. Ich war gerade bei Straße. Ich wollte sagen, Left Side of the Road. Irgendwann anspruchslos. War nicht schlecht. Aber da warst du noch ein. Das können wir jetzt nochmal. Ja, das war jetzt auch nur. Eigentlich darfst du auch keine Buchstaben benutzen. Ja, ich wollte auch erstmal nur gucken, wie das sich so anfühlt. Ja, okay, ich verstehe. Stift. So, was kann ich noch? Ein Stempel? Wähle einen Stempel und füge ihn. Ach, da will ich mal sehen, dass du damit ein Filmplakat machst. Okay, mach ich. Das ist der Windows-Sound? Nee. Finde Nemo. Ach Mann, verdammt! Servus. Das könnte eine Erde sein. Das ist ja Superman. Das würdest du den Bildschirm einritzen. Ja, so klingt's auch, ne? Ja, jemand, jetzt sagst du gleich, welcher Teil. Was? Ja, das ist ein Bird of Prey. Wer? Das ist jetzt... Das ist die Matrix. Nein, das ist nicht Matrix. Was machst du denn jetzt? Das ist, glaube ich, falsch. Deswegen wollte ich es nochmal. Das ist, glaube ich, falsch, was ich da gemeint habe. Oder... es ist wirklich sehr inspirierend, was ich hier mache. So, warte. So, ganz kurz, eine Sekunde. Okay. Überlegst du jetzt, wie du Space Odyssey malst? Nee. Ich wollte Gravity malen. Gravity? Ja, wollte ich das vorhin sagen. Das stimmt. Als er oben und dann wart aber auf einmal ein Raumschiff und er gesagt, nee, kannst nicht Gravity sein. Ja, warte, lass mich kurz überlegen. Ja, nicht sagen, und so sehr ich habe gedacht, ich nehme. Was hatte ich denn neulich in der Hand? Warte mal kurz überlegen. Das muss aber Jugendfrei werden. du hast es mir in den Kopf gesetzt. Ey, ich habe überhaupt gar nichts irgendwo reingesetzt. Doch, hast du gesagt. Gemacht. Okay. Ah, ja. Okay. Fallen immer nur so Schriften ein, die so prägnant auf den Plakaten sind. Okay, warte. Ah, ja. Ich schaff's. The Big Nothing. Warte. Kartoffel? Aber es ist so einfach, oder? Wenn man das nicht auf dem Ding da sieht, was man macht. Ja, das ist auch eigentlich... Was? Das ist ein Dude, der... Ich war extra das wichtigste Element am Ende. Das ist eine Peitsche? Hallo? Ja, die Peitsche war ja richtig. Das ist ein Filmplakat mit einer Peitsche drauf? Ach, Indiana Jones. Indiana Jones! Ja, Indiana Jones. Da kennt man ja wohl total, dass das Indiana Jones ist. Oder? Ich dachte, du hast doch gerade eine Maske gemalt, du bist Zorro. Ich war auch kurz bei Zorro, aber Zorro... Aber es gibt doch dieses Plakat, wo er den... Ja, das kann sein, ja. Okay, ja. Du hast das erraten, du musst jetzt das nächste dran. Hier. Ja, das Elefant bei euch. Vor allem ist es auch so nützlich, weil 2004, hast du gesagt? Ja. Da gab es ja auch noch kein Papier, wo man das hätte machen können. Warum meinst du denn da Penis? Ich hab da... Radiergummi. Du musst noch mal extra bestätigen. Aber wohin denn? Na, auf dem Radiergummi. Radiergummi. Kannst du auch mit Farben machen. Vielleicht. Ich glaube, vielleicht kriegt man auch einfach ein weißes Blatt, wenn man auf dem Blatt klickt. Ja, aber es ist viel besser, als er gerade hier ist. Wollte nur... Löschen. Willst du dein Bild wirklich löschen? Willst du dieses... Das ist doch dieser Windows-Sound. Ja, ist der Windows-Sound. So. Stimmt.
Sag mal, dann, du überlegst dir schon mal den Film, weil du musst auch gleich mal. Ich hab den schon. Schon lange. Ach so. Ich weiß, was es wird. Ich sag's aber nicht. Ich versuch mal, ich mal nur hier, ohne hinzugucken. Bin gespannt. Ja, du malst noch nicht, weil du gerade die Gummi aus, weil es nicht den Stift ausgeht. Stehen. Nee, ah, jetzt ist. Okay. Oh, gerade kann er stehen. Ich fang mal ein. Vertical Limit. Cliffhanger. Radiergummi. Stimmt. Also die Linie war richtig, ja? Ja, ja. Der schmale Grat. Ja. Das ist genau das gleiche, wieder was du malst. X-Men? Ja. X-Men war ich natürlich. Hatten wir nicht gesagt, wir machen keine Buchstaben. Ja, echt mal. Ja, schon mal. Ist X ein Buchstabe? Frag doch Winnie Pooh. Hier, Baba muss mal. Die haben mich aufgepasst. Das ist ein bisschen blöd. Zu kurz. Ja, und vor allem von unten. Ja. Von der Seite wäre gut gewesen. Aber dann links und rechts dann wieder. Ja, richtig. So, Stift haben wir jetzt schon, oder? Ja, ja. Super. Also reagiert richtig gut. Ich lass dich noch, ich glaube, ich weiß es. Das ist wieder eine Kartoffel. Okay, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Ja, aber es ist also... Das ist schon mal nicht, also bisher das Beste, was ich je gesehen habe. Was du je gesehen hast? Genau. Das ist hübscher als meine Freundin. Wird das irgendein Western sein? The Big Lebowski? Aber er ist doch nicht so auf dem Cover. Nee, da ist ja nur das Gesicht. Ja. Der eine Arm ist... Es ist halt immer sehr schwierig, jetzt einen Ansatz zu finden, wenn man nicht da genau weiter... Also für ein Haus von Nikolaus ist gut. Aber wenn, wenn der Stift mitgeben würde... Wenn ich jetzt oben machen will, ist immer schwierig. So. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so blöd, da drauf zu malen. Du musst du dir halt merken... Okay. Jetzt flippt er aus. Also ich dachte, da leider sind zwei Arme. Ich dachte erst, dass es Pulp Fiction ist. Nee. Aber... Also ist das eine Maske oder ist das ein... Sind das Antennen? Das sind Antennen. Nee, sind keine Antennen. Oh, Hellraiser? Oder irgendwie sowas? Nee. Was gibt's denn da noch? Percy Jackson? Aber ist der Kopf eigentlich ab, ja, ne? Der ist schon ab, oder war das aus Versehen? Nee, der ist schon dran. Ach so, okay. Aber macht's aber auch spannend. Was ist denn das? Lass uns machen. Dick. Dick auftragen wir da. In Gelb. Oh, bist du noch bei Schwarz. Warum? Ich hab doch Gelb. Ja, du musst da richtig. Gelb. Jetzt bist du Gelb. Gelb. Du kannst auch rückgängig machen einmal, falls du den... Ist das Sonne? Typ mit dem Sonnenkopf? Ja. Auf dem Königreich der Sonne? Ja, so war das Plakat vom Königreich der Sonne. Oder ist das etwa der König der Löwen? Oder ist das ein explodierender Kopf? Ah, das so. Ding aus einer anderen Welt. Das Ding aus einer nicht schlecht, Baba. Aber ich glaube, die Arme waren nach unten. Ja, das kann sein. Dieser Taucher. Okay. Das ist das zweite Plakat, was sie nicht genommen haben. Da hat er sich kurz erschreckt, dass der Blitz gekommen ist. Nicht schlecht, aber nicht schlecht. Nicht das war, also muss ich sagen, ich bin auch gerade ein bisschen positiv überrascht. Ja. Das ist top mal. Das muss man sagen. Warte. Ich habe immer Bilder vor Augen, ich weiß gar nicht, ob die so richtig sind. Ist egal, ist egal. Wir sind da ja, flexibel. Okay. Da wo ich so war dick, ne? Also wenn der zurück in die Zukunft wird, ne? Nee. Aber es ist... Drive? Oh mein. Du bist gut dabei, aber es ist nicht Drive. Ist ein Rennfilm? Es ist Bullet. Nee. Ich weiß überhaupt nicht, ist das von der Seite? Da sitzen zwei drin? Oder was soll das sein? Das hat überhaupt nicht steuern, was ich hier mache. Haare? Ja.
Also sitzen zwei im Auto. Ja. Ja, das ist. Also weil vielleicht sollte ich durch. Gelb. Einer hat blonde Haare, einer ist eine Frau. Willst du uns Thelma und Louise verkaufen? Nee. Das Ding aus einer anderen Welt. Was? Blond und Auto. Die fahren Auto. Das ist wahrscheinlich ganz falsch auf das Video, aber es macht nichts. Ich krieg das ja raus. Also das ist hier ein Typ und das ist eine Frau. Ja. Die fahren in einem Auto. Und ein Wort hattest du schon, was in dem Filmtitel steckt. Drive. Angry. Ja! Oh, Angry? Da sitzen wir doch beide zusammen. Auf jeden Fall Nicolas Cage. Ja, ich weiß, ja, aber das macht man doch nicht. Drive Angry. Weißt du, da sind da jetzt unsere Niveaupunkte wieder Entschuldigung. Gefallen. Aber es gibt schlechte. Ich wollte gerade irgendwie Lost Highway oder so. Ja, ja, ich weiß, ich habe das schon gemerkt. Ich finde auch, das Ding fand ich jetzt richtig gut. Das war auch wirklich schlau. Einfach mal sagen. Nein! Mats möchte gerne den feinen Stift haben. Der war, dass ich ganz, da ganz feine Linien malen. Ja, feine Pinke. Nee, er macht den mittlerweile. Okay. Das ist echt ein gutes Spiel für die Oscar-Nacht. Tja. Da schenkt man ein bisschen Zeit mit tot. Es ist ein Kopf mit Haaren. Ich habe herausgefunden, wenn man ihn nur so ein bisschen ansetzt, dann sieht man, wo er hingeht. Dann weiß er, wo er hingeht und dann musst du nicht drücken. Dann musst du erst drücken. Aber was ist denn das für ein Ton? Das ist wie, ja, so eine, wie ein Sprayer, ne? Ja, ja, als wenn so eine Sprühflasche irgendwie Husten hätte oder so. Ja. Ah, Oldboy. Oldboy. Ja, Old wurde nämlich ein Hammer, aber der Hammer... Ja, aber nicht schlecht. Muss man sagen. Ich wollte aber eigentlich noch das Gesicht malen. Ja, mach mal. Ja, gut. Überraschender am Original. Ja. Ja, super, Mats. Wir haben es verstanden, Mats. Okay, gut, alles klar. Marvel. Ja, ich habe das Gefühl, das wird ein tolles Spiel. Wirklich. Das waren Zax. Und seine Freunde haben alle Marvel-Charaktere. Teil von Disney? Nee. Oh. An einem schönen Tag in einer kleinen, ruhigen Stadt erscheint plötzlich ein ungebetener Gast. Wer denn? Ein Schmetterling. Doc Ock ist mit seinem schwebenden Experimentierlabor in unserer Stadt gelandet. Ja. Ach, Doc Ock ist so lustig. Ach, ja, das ist Doc Ock, ja, ja. Dass Doc Ock Unglück über unsere lieben Stadt bringt. Ja, und die Rolltyp auch wieder und. Er hat so irgendwie die Finger. Kein. Also egal in welcher Zukunft, in welches Spiel, es gibt keine runden Bildschirme. Ebene des Labors gelangen und Doc Ock. Ein bisschen beleidigt jetzt. Okay, wir haben verstanden. Okay. Wieso sind denn das seine Freunde? Na, seine Freunde waren Iceman und Firestar. Ja. Mit großer Macht kommt große Verantwortung. Gott verdammt, ich noch eins. Zapperlot. Ja, wenn man bitte aufhören, so rumzufluchen. Ja, da gucken vielleicht auch Kinder zu, die interessiert sind an diesem Gerät. Wettkampf im. Wie ist das auch so? Wildkampf im Space Labor. Aber da haben sie auch einmal die Kiste gemischt, ne? Hier von den Fantastic Four ist einer, von ja. X-Men ist eine und bist du zu Spider-Man. Der Spider-Lümmel. Mach mal schwer, du bist doch ein Ja. Ey, ich bin doch nicht verrückt. Spiele. Lenk den Lichtstrahl. Ernährungspyramide. Ernährungspyramide? Ernährungspyramide? Besiege Dr. Ock, die mir mit Mörchen bewusst. Mit gesunder Nahrung. Das ist nicht zugehört. Benutze den Joystick, um das Spielbrett hin und her zu bewegen, sodass der Ball sich bewegt. Drück auf die OK-Taste, um zu bestätigen. Die Lebensmittelgruppen sind Süßspeisen und Fettiges, Fleisch- und Milchprodukte, Obst- und Gemüse. Das ist euer Ernst gerade? Getreideprodukte.
Also wenn es jetzt Captain Planet wäre, dann könnte ich jetzt noch durchlaufen lassen. Haferflocken. Aber Spider-Man? Was ist denn das? Ja, du sollst die Nährwerte. Das ist doch keine sortieren. Pizza. Das ist könnte auch ein Teller Nudeln sein. Nee, es ist Pizza. Für mich sieht das aus wie Auswurf. Das ist ein Teller Auswurf. So ein eitriger Husten. Und wo ist das hier? Nee, ganz unten Getreide, oder? Oder Fettiges? Auf der 1. Auf der 1? Süßes und Fettiges? Ja, das hat sie doch gesagt, oder eher. Das war wohl falsch. Hat er nicht erkrassiert ist? Danke, Spider-Man. Das war wohl falsch. Dann ist es ein Getreideprodukt. Meine Spider-Sinne haben mir gesagt, das war wohl falsch. Ups, schade. Sag mal, seid ihr denn für Penner? Ups, schade. Ich hab so einen Verdacht. Wir stauben mal durch zusammen, oder was? Haferflocken gehören zur Gruppe. Haferflocken? Haferflocken? Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen kompliziert, ne? Wenn man da so ein Kegel hinkotzt, dann soll es auf jeden Fall. Das ist ein Brot, würde ich sagen. War Getreide nicht auch ganz unten? Ja. Brot gehört zur Gruppe Getreideprodukte. Ja. Sehr gut. Danke. Müsli-Riegel. Ach, Müsli-Riegel, sagt's halt. Das ist doch kein Müsli-Riegel, sieht aus wie. Das ist ein frittiertes Maß. Den kenne ich ja wohl. Müsli-Riegel gehört zur Gruppe Getreide. Oh, bitte machen wir was anderes. Guck mal bitte, was die anderen spielen noch können. Ende. Ich bin ja sehr guter Dinge. Also wenn man Doc Ock mit einer Maschinenmontage. Machen wir was anderes. Weltraumquiz. Wir können ja sagen, ja, mal gucken, was das heißt. Man steuert nicht einmal eine Figur von denen? Das ist ja richtig Beschiss. Hätte mich richtig geärgert als Kind. Na, warte mal, aber ich gucke. Das ist genauso wie dieses Gameboy-Spiel von Stargate, was ich mir gekauft habe, was dann am Ende wie so ein Tetris-Ding war. Alter, habe ich mich geärgert. Aber da hast du am Stargate rumgebastelt. Weltende. Oh, warte. Lernabend. Wir sind die gleichen Spiele, nein, nur das kann in der Reihenfolge. Abenteuerspiel. Bist du zufrieden mit den Einstellungen? Schwer. Ja. Ja. Benutze oh doch. Oh. Um dich zu bewegen. Kleine Füße, wa? Die OK-Taste, um zu springen. Drück die rote Farbtaste. Wow. Ach, guck mal, die leuchten sogar hier, die Tasten auf da. Farbtaste, um Spezialkräfte zu nutzen. Drück auf die grüne Farbtaste, um zu einer anderen Figur zu wechseln. Stop. Teleportiere. Sammle alle Schlüssel ein, um auf die nächste Ebene zu gelangen. Lasst uns sehen, ob ihr mich wirklich bezwingen könnt. Mach weiter so. Wie? Haben die auch im Original alle gelispelt? Oder was ist da los? Immer noch das gleiche Soundding. Mach weiter so. Spidey! Ich hab ein bisschen Angst um dich gerade. Ich glaube, man kann hier nicht runterfallen. Aua! Aua! Was soll ich einsammeln? Schlüssel? Das ist doch wieder die Winnie-Pooh-Stimme, die sie noch. Au, weia! Ja, nachher zieh die Maske aus, dann ist es Winnie-Pooh. Ja, okay, wenigstens konnte man Spider-Man mal steuern. Das Ding! Was macht denn der, wenn ich rot drücke? Oh. Cool. Weit hüpfen. Die Framerate ist so ähnlich wie bei BC Racers, oder? Nee, besser. Bisschen besser. Aber auch nur 10 Frames. Wand hoch und sammle alle Schlüssel ein. Benutze den Joystick, um dich zu bewegen. Welche Schlüssel? Pass auf die Lichtstrahlen auf. Lichtstrahlen? Der Spiegel wirft das Licht im gleichen Winkel zurück. Der Lichtstrahl wird stärker. Ist mir alles zu anstrengend. Diese Linse schalten. Der Lichtstrahl wird schwächer. Ich will nicht mehr. Ende. Ende. Okay, cool. Entschuldigung, wir gehen jetzt mal auf. Ich mache jetzt tanzen. Ich will noch einmal tanzen und dann gehe ich nach Hause. So machen wir es nämlich. Bis gleich. Hallo, ich bin der 70er Jahre Elvis. Dick und richtig unmusikalisch. Ich habe zwei Kandidaten für diese zwei Tanzmatten hier. Einmal hier der Baba. Kommen Sie mal zu mir. Und einmal der Mats. Kommen Sie mal hierher. Keine Gifts davon, bitte. Bereit für eine Übungsstunde? Komm, Stunde? Wir nahmen uns erst in der Turnhalle auf. Scheiße. In der Turnhalle machen wir uns auf. Ja, alles klar. Hüpfe auf die Trampoline, um Spinat zu bekommen. Drei, Spinat? 2, 1. Bereit? Was? Los. Was?
Spinat, okay, ich hab Spinat. Ist ein gesundes Gemüse. Da wollte ich nicht mehr. Hüpfe auf die Trampoline, um Milch zu bekommen. Milch ist gut für die Knochen. Ja, ist ja okay. Hüpfe auf die Trampoline, um Wasser zu bekommen. Oh, oh, oh! Alter! Milch bin ich dabei. Milch ist mein Fach. Springst du halt auf meinem Kopf? Nee. Wir machen irgendwie Löffelchen noch drauf. Trampoline, um die Orange zu bekommen. Eine Orange... Nein, da hast du ein bisschen zu hoch gesprochen. Warte mal, ist das wirklich, wenn man doll macht, dass man hört? Nee, ich glaube nicht. Die Trampoline, um die Karotte zu bekommen. Oh, ich habe einen Seil gemacht. Nee, hast du aber hier verloren. Wieso? Weil du einen Keks gegessen hast. Keks ist tot. Hüpfe auf die Trampoline, um Hühnchen zu bekommen. Hoppla, wie ist falsch? Ist nicht zum Essen. Fußball ist nicht zu essen, hat er gesagt. Trampoline, so. Um Fisch zu bekommen. Ich habe voll viel früher gehört. Fisch ist gesund. Aber warum? Also hat das echt mit der Höhe, mit der... Hüpfe auf die Trampoline, um Milch zu bekommen. Milch ist gut für die Knochen. Ist gut für die Knochen, Alter. Die Trampoline, um Spinat zu bekommen. Spinat ist ein gesundes Gemüse. Hüpfe auf die Trampoline, um Fisch zu bekommen. Hat er gewonnen? Ein Tennisball. Es gibt noch 3 Minuten. Was? Nicht sein Ernst. Hüpfe auf die Trampoline. Oh, nein, danke. Ja, also wir haben warm gemacht, haben wir uns jetzt? Nein, danke. Matze, will ich austricksen? Hüpfe auf die Trampoline. Nein, danke. Möchtest du wirklich aufhören? Ja. Ja, bitte. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, Motherfucker. Ziel, wenn du auf die Reifen springst. Springst. Um auf die Reifen zu springen, hüpf auf 4, 5 und 6. Hüpfe auf 4 und 5, um in die nächste Reihe zu kommen. Hüpfe auf 5 und 6, um in die nächste Reihe zu kommen. 3, 2, 1. Bereit? Los. Hoppla. Oh. Alter, ich hab alle übersprungen. Wieso bist du denn weiter als ich? Mach mal gar nichts. So, ich nur auf beide so. Ist auch gut. Hoppla. Dicki. Wenn wir Frauen wären, mit tiefen Dekolletés, ja, hätten wir bestimmt hätten höhere Klickzahlen. Quote, ja. Hoppla. Scheiße. Hoppla. Ich führe um einen. Wie ändert sich das denn? Scheiße. Leider hat Mats verloren. Kann ja mal passieren. Ich muss nochmal. Du Fuß nicht. Mach halt, ist der Stern. Jump up die Line. Ja, komm, ich führe doch sonst wo. Ja, wo? Ja, guck mal, 61,54. Ach, schon wieder. Es wird weniger. Du merkst, dass es weniger wird, ich führe. Es wird weniger. Weniger, echt jetzt? Ey, rot und blau. Rot und gelb. Du bist gelb. Warum geht's jetzt hier nicht weiter? Nein, rot und gelb. Was? Rot und blau. 1 und 3. Hüpfe auf. Ich will einfach die Regeln ändern. 1 und 3, Alter. 45. Scheiße. Wie denn? Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, das ist doch da hier. Rot und gelb? Rot und blau? Oh, dann kommt der Retard-Folie, ey. Oh Gott, was ist das? Fertig blau und grün. Nein, danke. Nicht Ende! Wo sind die Fußabdrücke? Ich führe doch. Was, jetzt einfach nur hüpfen? Oh, Gleichstand. Mats führt. Was? Niemals. Ein Punkt Vorsprung für Mats. Ja. Oh, komm schon. Oh, nein, ein Punkt. Fußhaus. Ganz aus. Jawohl. Ja. Ja. Schön war es gewesen, danke für dieses. Nein, wir müssen den Leuten noch zeigen. Achso, okay, ja. Müssen wenn ihr Angst habt, dass euer Kind so dumm ist, das so hinzukriegen. Ich glaube, nur meiner funktioniert. Vergleich verloren, aber warum? Wenn du auf den linken und dann gibt es Funktion Musicbox.
Da suchst du dir ein Lied aus und deine Aufgabe ist jetzt, dazu zu tanzen. Es gibt ja richtig oder falsch. Damit entlasse ich euch mal und wünsche noch viel Spaß mit anderen Videos und viel auf Patreon und so.